Österreich! Wahnsinn, ist das super. Österreich schlägt gestern die Ukraine mit 1:0 und wir stehen das erste Mal seit 1954 wieder mal in einem EM-Achtelfinale. Ist das ein Wahnsinn? Ja, guten Morgen Österreich, und ich habe gestern gesagt, es wird eine Überraschung geben. Die sieht so aus, das ist die Jugend, könnte man sagen, aus der MS Leopoldau in Floridsdorf, und die werden heute mit uns gemeinsam turnen. Ich würde sagen, wir starten gleich hinein mit der ersten Übung. Wir gehen in die leichte Grätsche, ja. Kommen wir mal an, das heißt, die Körperspannung, die ist da, die brauchen wir natürlich. Und jetzt beginnen wir, unseren Körper von rechts nach links zu bewegen. Das heißt, wir pendeln einmal ganz, ganz locker von der einen zur anderen Seite. Die, die schon länger mit dabei sind, die kennen das. Ja. Wir haben auch immer wieder die Möglichkeit, uns ein bisschen da abzustützen mit unseren Fußspitzen. Oder wir ziehen diese in die Höhe, wie auch immer, jeder für sich. Nehmen schon langsam Schwung auf. Genau, pendeln einmal von der einen zur anderen Seite, wie gesagt. Und jetzt kommen die Arme dazu, das heißt, wir starten mit Musik und tanzen hinein in den Takt. Hören vielleicht ein bisschen auf den Takt. Jawohl, super. Ja, sehr schön mit den Fingern, ja, das ging gut, ja, super. Und wir bleiben dran und wir schwingen von rechts nach links. Ja, die sind motiviert. MS Leopoldau. Sag ja, kommen aus Floridsdorf. Ja, super. Lächeln aufsetzen, lächeln. Hammer, okay, passt. Zack. Okay, rechts, links. Sehr schön. Und jetzt ein bisschen mehr Dynamik. Wir gehen etwas runter in die Knie. Jawohl, nehmen den Schwung mit. Jeder für sich in seiner Bewegungsgröße. Jawohl, super. Keep on moving. Okay, so. Wir werden kleiner. Wir kommen zur Mitte. Genau. Nächste Übung. Fingerspitzen Richtung Schulter. Und jetzt beginnen wir, unseren Oberkörper mal hier zu bewegen. Ja, mal zu drehen. Ganz locker. Atmung fließen lassen mit der Ausatmung. Wir kommen zur Mitte. Mit der Ausatmung drehen wir uns. Ja. Genau, so ist gut. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Auch bei diesen warmen Temperaturen. Und eine, die auch immer mitmacht und sich, ja, nicht einmal, wenn der Besuch kommt, Fit mit Philipp nehmen lässt, das ist die Helga, unser erstes Foto. Und die hat dann gleich die Leonie. Ja, dazu vergattert, und auch die hat ihren Spaß. So, sehr schön. So, nächster Schritt. Wir bewegen uns, wie zuvor, in eine Richtung. Und jetzt strecken wir unsere Hand nach hinten, blicken den Daumen nach, machen uns lang, kommen wieder retour. Zack, andere Seite. Zunächst die Drehung, dann blicken wir unseren Daumen nach. Und der junge Mann hinter mir, das ist kein Schüler, auch wenn es von der Größe her passen würde. Na, das ist der Herr Direktor. Kriege ich sicherlich noch einen Eintrag ins Mitteilungsheft. Und die nach hinten. Sehr schön, wir kommen wieder nach vorne. Okay, Arme geht's noch. Okay, sehr gut. So, nächste Übung. Wir gehen in die leichte Grätsche. Arme nach vorne, ja, beide Finger oder nur Zeigefinger. Und jetzt beginnen wir, einen vor uns liegenden Achter zu zeichnen. Zunächst einmal langsam, richtig schön, und dann etwas größer werden. Lächeln aufsetzen. Jawohl, super, sehr gut. Ja, das ist angenehm. Das ist Mobilisation in den frühen Morgenstunden. So, jetzt wechseln wir mal die Richtung. Richtung wechseln. Ja, super, andere Seite. Ja, sehr schön. Super. Okay. So, und der nächste Schritt ist der folgende. Wir machen einen Achter, praktisch einen klassischen Achter, aufgestellt. Aber da gehen wir natürlich in die Knie, gehen nach oben, genau, und nach unten, sehr schön, nach oben, zack. Meine Regisseurin am Ohr sagt mir gerade, neue Übung. Naja, für dich neue Übung, weil die haben wir schon mal gemacht, aber da warst du nicht da. So, Richtungswechsel. So. Sehr schön. Und noch mehr Richtungswechsel. Ja. Okay, wir schütteln ganz kurz aus. Nächster Step ist unser Superman Air. Dazu stellen wir seitlich hin. Und zwar, wir stützen uns einmal kurz so ab. Ja. Seitliche Position, das ist einmal die Ausgangsposition. Dann lassen wir die Arme zur Seite hängen. Bauchnabel zieht nach innen. Und jetzt ziehen wir einen Arm nach vorne, den anderen nach hinten. Kommen zur Mitte, wieder nach vorne. Ja, sehr schön. Super, macht's. Bauchnabel zieht nach innen. Ja, geht schon, sehr gut.
Jawohl, wir sind nicht so nach unten gebückt, ja, sondern da haben wir die Körperspannung, die ist da. Körperspannung, die ist da, genau. So, und jetzt, die Fortgeschrittenen versuchen, ein Bein zu heben. Ein Bein zu heben, genau, sehr schön. Dann vielleicht einmal das Bein wechseln natürlich, anderes Bein zu nehmen. Und man hat immer wieder die Möglichkeit, sich hier abzustützen mit den Zehenspitzen. Und dann gibt es auch die Profi-Variante, sieht folgendermaßen aus. Linke Handfläche, rechtes Knie. Und dann strecken wir nach hinten. Wirklich zu Hause kontrollieren, ich komme zu euch. Ja, linke Hand, rechtes Knie. Und nach hinten. Genau, sehr schön. Super. Und nach hinten. Ich stelle wieder seitlich hin. Nach oben, jawohl. Schön lang machen. Versuche mal kurz in der Position zu bleiben. Kurz zu bleiben, jawohl, und geht schon. Sehr schön. Okay, wir wechseln das Bein, anderes Bein. Die anderen machen die Einsteiger-Variante. Sehr schön. Schön nach hinten. Oder wie gesagt, die Einsteiger einfach nur zu Hause, meine Damen und Herren, ganz, ganz locker nur die Arme schwingen lassen. Versuchen dann einmal ein Bein anzuheben, einbeinig das Ganze zu machen und ein Lächeln aufzusetzen. Sehr gut. Okay, gut. Wir kommen wieder nach oben, schütteln ganz kurz aus, atmen einmal durch. Jetzt gehen wir gemeinsam Volleyball spielen. Beachvolleyball ist ja angesagt. Ich glaube, heuer wird es auch die EM geben in Wien. So, wir legen eine Handfläche in die andere. Das heißt, und jetzt baggern wir richtig. Das heißt, wir machen zunächst einmal nur die Bewegung nach oben. Lächeln aufsetzen. Muss man das Leiberl aufsetzen? Jawohl. So, und dann geht das Ganze dynamisch. Das heißt, wir gehen ein bisschen in die Knie. Und die Profis unter uns gehen in die Knie und drücken sich nach oben ab. Ja, auch über die Fußballen. Das heißt, da haben wir richtig ein bisschen Schwung drinnen. Power bringen wir da hinein. Dynamik. Ja, ziehen nach oben. Ja, und aus Baden, da ist sie auch mit dabei. Die Oma Gerti. 82 Jahre ist sie jung und sie sagt, fit mit Philipp tut einfach gut. Sehr schön. Und geht schon. Wir bleiben dran. Jawohl, bringen wir einen Schwung hinein. Sehr gut. Ja. Das tut gut. Sehr schön. Und 4, 3, 2 und 1. So, ganz kurz durchatmen. Jetzt bridgen wir praktisch, das heißt, wir haben unser Dreieck, ja, über den Kopf und auch da wieder. Bewegung nach oben. Stellen uns vor, wir spielen den Ball zurück. Schön nach oben drücken. Sehr gut. Mit der Ausatmung. Jawohl. Und auch da können wir wieder in die Knie gehen. Und uns abdrücken über die Zehenspitzen. Genau, super. Sehr schön. Aufpassen. Ja, nicht überstrecken. Sehr schön. Nach oben. Und ja, ganz schön schwungvoll. Merkt man schon, es geht schon ein bisschen rein. Wird schon warm, gell? Sehr gut. Nach oben. Und 4, 3, 2 und 1. So, und jetzt machen wir noch schnell eine Kombination aus beiden. Das heißt, einmal baggern. Einmal bridgen. Und auch da. 1, 2. 1, 2. Da bleiben wir dran. Gehen wir oder ein bisschen flotter. Versuchen wir, etwas mehr Schwung hineinzubekommen ins Ganze. Sehr schön. Lächeln aufsetzen. Ganz wichtig. Atmung fließt. Jawohl. Super. Nach oben. Sehr schön. Okay. So. Ganz kurz ausschütteln. Durchatmen. Jetzt kommen ja die Kirschen. Die haben ein bisschen Verspätung, aber die holen wir uns jetzt von den Bäumen, das heißt, wir machen uns lang, greifen nach oben, strecken uns richtig schön. Mann, die schauen gut aus, ja. Dann nehmen wir die eine oder andere, stecken wir im Mund, die anderen nehmen wir mit nach Hause, machen uns lang. Sehr schön. Richtig schön, versucht euch da hier zu strecken. Ich weiß, da sieht man jetzt wieder mein leichtes Speckbauchel. Das versteckt man gleich wieder. Nach oben ziehen. Jawohl, sehr schön. Ja. Okay, so, jetzt ist ein bisschen entspannter, wir gehen in die leichte Grätsche, Arme also Handfläche Richtung Hüfte und jetzt mobilisieren wir in diesem Bereich, kreisen zunächst einmal ganz, ganz locker, haben wir mal hier die Chance jetzt durchzuatmen. Ja, und die nächste junge Dame, die wir zeigen, das ist die Sonja, die sagt in der Früh dann immer schon zu Oma, hast du heute schon gehilippt? Oder gefilippt, glaube ich, ja. Hast du heute schon gefilippt? Da sehen wir sie schon, ja. So, wir wechseln die Richtung. Wir wechseln. Sehr schön. Jetzt können wir versuchen, einen Achter zu machen, dort wo es geht. Ganz locker. Mal versuchen in die eine Richtung.
Sehr schön. Andere Richtung, Richtungswechsel. Ja. So, okay. Dynamik mit den Beinen, und zwar, wir gehen auf unsere Rollerskates. Ja, wir fahren dahin, schauen, die Körperspannung ist da. Schön langsam, versuchen mal auch kurz die Position zu halten. Das heißt, wir gleiten richtig schön. Kann man in der kleinen Bewegungsgröße machen, geht auch zum Beispiel zu Hause. Ja? Wenn jetzt gerade irgendwo in der Gehhilfe steht, Rollator, wie ich immer, halt euch an, Bremsen natürlich anziehen beim Rollator, ja? Zack, und dann versuchen. Ja? Oder dann halt natürlich steigern das Ganze. Sehr schön. Und jetzt werden wir natürlich dynamisch für unsere Profis von der einen zur anderen Seite. Jawohl, zack, richtig schön mitschwingen. Sehr gut. Und da bleiben wir dran. Und jetzt werden wir noch ein bisschen schneller. Bisschen schneller. Ja, einen kurzen Sprint einlegen, einen Zwischensprint. Sehr schön. Ja, geht schon, ja. Geht auch in der kleinen Bewegungsgröße. Wie auch immer, wir werden wieder langsamer. Und wir skaten. Und wir, genau, die Gleitphase. Da gleiten wir dahin. So, sehr schön. Und einmal werden wir noch schneller. Einmal noch schneller. Kurzer Zwischensprint. Jawohl, sehr schön. Bleiben wir dran. Gehen wir. Komm. Jawohl, super. Okay. Sehr schön. Wir rollen aus. Bremsen uns ein. Optimal. Atmen einmal durch. Das tut gut. So, nächste Übung sieht folgendermaßen aus. Wir gehen die Arme nach oben. Hände hoch. Dann stelle ich mich dazu seitlich hin. Das heißt, Einsteigervariante. Wir steigen nach vorne. Stabilisieren da mal. Ja? Stabilisieren. Dann Oberkörper eine Richtung, Oberkörper drehen wir in die andere Richtung. Erst wenn wir in der Mitte sind, steigen wir wieder retour. Dann das andere Bein. Zack, nach vorne, eine Seite, andere Seite, retour. Und natürlich die Fortgeschrittenen gehen ein bisschen weiter nach unten. Ja, so gut es geht. Wichtig ist immer, dass wir da einen guten Stand haben. Kommen retour. Also, schöner Ausfallschritt nach vorne. Zack, kurz stabilisieren. Einmal, zweimal. Und wieder retour. Geht schon. Und nach vorne steigen. Jawohl. Stabilisieren. Bauchnabel zieht nach hinten. Erst dann drehen. Einmal. Lächeln aufsetzen. Zweimal. Und wieder retour. Und geht schon. Nach vorne. Jawohl. Und nochmal. Einmal. Zweimal. Und wieder retour. Und geht schon. Jawohl. Hopsi. Sehr schön. Einmal. Zweimal. Wieder retour. Und nach vorne. Sehr schön. Und wieder retour. Und einmal geht's noch. Und wir bleiben kurz in der Position. Jetzt wirklich langsam mal in eine Richtung drehen. Kurz halten. Atmung fließen lassen. Zur Mitte. Andere Richtung. Kurz halten. Gar nicht so leicht, gell? Kommen zur Mitte. Steigen retour. Und jetzt noch einmal mit dem anderen Bein nach vorne kommen. Sehr schön. Einmal. Atmung fließen lassen. Mitte. Jawohl. Retour. Und wir steigen zurück. Und schütteln aus. So, unsere Wadenmuskulatur, die brauchen wir natürlich auch. Deshalb stehen wir uns eng zusammen mit den Beinen. Eng, ja. So, und jetzt drücken wir praktisch uns über die Fußballen nach oben. Ich zeige es seitlich hin, ja. Und versuchen, wenn wir nach unten kommen, den Boden nicht zu berühren. Das heißt, knapp drüber bremsen wir uns ein. Geht auch, indem wir uns irgendwo anhalten. Ja, wenn es sein soll. Komm wieder retour. Ja, direkt alles okay? Passt. Setzen eins. So, jetzt werden wir ein bisschen breiter. Okay, breiter. Und hoppala, schaut's her. Ja, kann man das Übergewicht bekommen. Schön nach oben. Unsere Wadenmuskulatur, die freut sich. Genau. Ja, Herrschaften, wir sind schon fast am Ende des intensiven Teils. Wir gehen dann nachher über in die Cool-Down-Phase. Mal ganz kurz ausschütteln. Und jetzt werden wir noch eine Spur breiter. Und einmal geht's noch. Und da bleiben wir dran. Gehen wir, komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Okay, der anstrengende Teil liegt hinter uns. So, nächster Schritt. Ein Bein nach vorne. Ja. Eins praktisch nach hinten weggestreckt. Und jetzt ziehen wir praktisch mit unseren Armen. Genau. Ja, einfach schauen. So, Atmung fließen lassen. Sehr schön. Ja, das ist angenehm, das tut gut. Okay, so. Wir wechseln das Bein, steigen mit dem anderen Bein nach vorne und ziehen unseren Arm, unsere beiden Arme so nach oben. Ah, das tut gut, jawohl. So soll es sein. Muss ich das Leiberlobby ziehen, habe ich gehört. So. Ja, sagt die Rishi sogar danke.
Okay, und weil es so schön ist, einmal noch nach hinten. Lasst euch einfach Zeit. Nehmt euch diese. Einfach die Atmung fließen lassen. Und einmal noch der Wechsel. Sehr schön. Okay, wir kommen zur Mitte. Jetzt machen wir noch was für die Atmung. Es ist immer ganz, ganz wichtig, dass das Ganze rauskommt, dass die Lungenflügel, hat die Frau Dr. Zauner-Dunkel schon immer gesagt, ausatmen ein wichtiger Faktor. Deshalb, wir gehen nach oben, atmen tief ein und jetzt mit der Ausatmung machen wir vorne zu und alles raus, alles raus, alles. Ja, alles raus, alles raus. Ja, wieder nach oben gehen. Einatmen und wieder nach vorne ausatmen. Ja, sehr gut. Okay, das war's für heute. Dankeschön an die MS Leopold da aus Floridsdorf, dass ihr mit dabei wart. Vielleicht einen kurzen Applaus für unsere Zuseher und Zuseherinnen. Und wir sehen uns morgen wieder. Und wie immer, trinken, 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 denn die Zelle, die muss schwimmen.